selber nie aufgeben. Denn in meiner dunkelsten Minute kam ein Hater aus den Löchern hervor. Doch ich sag's, doch tragen die Narben tief im Herzen. Das Leben ist nicht fair und hinterlässt viele Scherben. Doch bevor sie knien müssten, würden sie lieber Schiene in der Maschine. Und lauf mit erhobener Faust ohne Halt durch die feindliche Linie. Keine Zeit für Party, ich tanze. Oh, Love ist der Reverse. Hat doch zwar auf mir. Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Ja, Animus Beat Mode 2. Kam 2016 raus und einfach aus dem Anlass, dass nächste Woche theoretischerweise Beast Mode 4 rauskommt, der aktuellste Teil sozusagen, da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, haust mal noch einen alten Teil davon einfach raus und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz gechillt an. Ja, Beast Mode 2 von Animus damals, noch mit Manu Elsen und so zusammen, ist jetzt mittlerweile nur mehr so. Warum und wieso, wen es interessiert, könnt ihr gerne nachgucken, weil das eine echt richtig miese Scheiße, muss man mal so sagen, abgezogen wurde. Animus gegenüber und ja, so wie die Welt ist, so wurde es mit Animus gemacht. Aber egal, heute geht es um die Box. Ja, packen wir erstmal alles raus, was alles so am Stüssel ist. Ja, ist einiges drin. Der derzeitige Preis ist wieder mittlerweile bei glaube ich, 50 oder 60 Euro mittlerweile. Aber natürlich unter dem Aspekt, dass es natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre hinter sich hat. Beziehungsweise, ich weiß nicht, der Originalpreis wird, denke ich mal, so bei 40 Euro gewesen sein, weil 2016 war es noch so um die 40 bis 45 Euro. Da haben die Künstler noch nicht so auf die Kacke gehauen, was den Preis angeht auf jeden Fall. So, legen wir mal los mit Aufkleber. Ja, sind schöne Aufkleber. Wieder schwarz-rot gehalten. Ihr wisst, schwarz-rot ist immer mein Ding. Oder allgemein schwarz, so die Richtung. Genau, und das sind die Aufkleber. Dann haben wir mit Autogrammkarte. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Autogramm, feiere ich natürlich immer wieder. Wie gesagt, ich verstehe es immer nicht, wenn Künstler irgendwelche Karten drucken und es tausendmal vervielfältigen. Das ist für mich kein Autogramm, das ist nun mal Fakt. Das hat nichts ansatzweise mit einem Autogramm zu tun. So, dann haben wir noch hier ein Poster. Ähnlich wie die Autogrammkarte, aber ihr seht, es ist nicht das gleiche, weil der Blick anders ist. Hier guckt er nach unten oder wenn schief, hier guckt er uns direkt ins Auge. Ja, Steelhouse Gym Beast Mode 2 kann man sich geben. Hinten unbedruckt finde ich sehr gut. Unbedruckt ist an sich eigentlich immer gut, weil da muss man sich nicht entscheiden, was man nimmt. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal die Bonus-EP. In der Ruhe liegt die Kraft. Haben wir 6 Tracks, Produkt bei Pressplay und Airbeat. Okay. Ja, weiß gehalten, das ist natürlich dann mal komplettes Gegenteil von der anderen Farbe jetzt. Ja. So, sehr schön, haben wir schon mal auf jeden Fall schon mal 6 Tracks und hier haben wir nochmal 18 Tracks. Wow, da sind dann einige auf jeden Fall. 24 Tracks insgesamt ist natürlich nicht verkehrt. Zack. So. Und man muss noch dazu sagen, hier sind glaube ich, ja genau, die Instrumentals noch mit dabei. So, mal gucken, wie rum es aufgeht. So rum geht's auf. Genau, hier haben wir nochmal die Instrumentals. Ich finde das Design so an sich geil gemacht. So mit einem Stück Fleisch, Tomahawk-Style mäßig oder wie auch immer. Booklet, Beast Mode 2. Sehr düster gehalten, wie ihr schon merkt. Ja, das Booklet, ja, hat jetzt keinen Mehrwert, ne, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht High-End-mäßig angehaucht, aber wie gesagt, am Ende kommt es auf die Musik drauf an, aber wie gesagt, wenn ihr natürlich bestimmtes Geld bezahlt, sollte es natürlich halt auch passen. So, dann haben wir als nächstes ein Bandana. So,
sollte ja relativ dünn sein, soweit wie ich es mittlerweile jetzt herausgefunden habe. Ja, ob man sich dann jemand anderes als Gesicht dann vor der Latze hängen will, das ist so eine andere Sache. Die Single-Auskopplungen auf jeden Fall, was jetzt bei Beast Mode 4 bis jetzt so rauskommen, waren auf jeden Fall sehr umfangreich. Also auch immer mal ein anderer Stil. Und ich feiere das ja, wenn das doch irgendwie ein kleines wenig immer anders ist und nicht immer die gleiche Schiene gefahren wird. Ja, sieht gut aus auf jeden Fall, kann man sich geben. Und zum Schluss noch das T-Shirt. Hier ist sehr vorbildlich, kann man wieder auf und zu machen, kann man wiederverwenden, das finde ich sehr gut sogar. So, ich habe mir das in der L bestellt, glaube ich. Ja. Genau, in der L bestellt. Heavy Kuban, take a wheel. Mhm, sehr gut. So. Haben wir, glaube ich, nochmal das Albumcover drauf. Was vorne auf der Box. Steelhouse Gym, Beast Mode 2. Ihr seht. Und ich schaue mir das nochmal kurz ran, dass ihr es nochmal im Ganzen seht. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich mache es mal ein kleines wenig heller. Hä? Weil es ist April und bei uns schneit es. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Sieht nicht verkehrt aus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Heute mal mit Brille wieder. Einfach, weil ich es jetzt mal fix noch mit abdrehen wollte. Wer dieses Video sieht oder bis jetzt noch angeguckt hat, morgen kommen 7 Videos gleich mal auf einmal hinterher gebrattert. Extra für euch haben wir uns jetzt nochmal anderthalb Wochen nochmal extremsten Arsch aufgerissen. Unter anderem auf der Webseite werden noch ein paar Sachen mit dazukommen. Und natürlich auf dem Kanal morgen werden nochmal richtig fette Videos morgen am Start sein. Von daher verpasst es nicht. Und wir sehen es dann im anderen Video. Spätestens nächste Woche Freitag, wenn bestenfalls Beast Mode 4 rauskommt. Ich hoffe, dass es dabei bleibt diesmal. Weil eigentlich sollte es am 16. schon rauskommen. Jetzt soll es am 23. rauskommen. Und von daher, haut rein, meine Lieben. Und bis bald. Euer Mimi. Ciao. You're now listening to